So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, letztes Mal haben wir die letzte Hauptmission. Die Hauptmission an der Quelle gemacht, haben alle Crocs gesammelt und jetzt natürlich viele, viele Nebenmissionen wieder offen, die wir uns gleich anschauen werden, Stück für Stück. Außerdem ist die Schloss Hyrule-Mission aufgegangen. Ich weiß nicht, ob das schon dann die letzte ist, keine Ahnung. Oder ob da nochmal was kommt. Jetzt gehen aber natürlich erstmal sämtliche, ist klar, neue Geschichten ab. Rivali, Herzen plus 2. Auch wenn ich kaum mehr mit ihm spiele, aber hey. Funktioniert zu haben. Ja, hat funktioniert. Alles gut. Fangen wir mit den Titanen-Missionen an, würde ich sagen. Ach so. Das ist gar keine Mission. Man stärkt damit die Titanen. Das heißt, es kommen noch Titanenmissionen. Die Zeit zwischen Angriffen mit Lichtklingen, Luftangriff ist reduziert. Oh, ich stärke hiermit. Das sind einfach nur Level-Geschichten. Das sind einfach nur Level-Geschichten. Vanavoris wird stärker. Du hast es geschafft! Ich dachte, das sind Titanenmissionen. Die Spannungsleiste lädt sich schneller automatisch auf. Hier gibt es irgendein Gericht wieder. Eine großartige Sache. Ach, so ein Ding ist das gewesen. Ach so, I see, I see. Okay, okay, okay. Auch interessant. Ah, jetzt haben wir hierfür irgendwas nicht mehr. Ja, okay. Da wird dann Varuta stärker werden. Aber das hier geht noch. Varudania wird stärker, geht noch, klar. Wunderbar! Ich verstehe. Die Zeit zwischen Angriffen mit Lavaregen ist reduziert. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Aber wie gesagt, wenn man die jetzt erst leveln kann, müssen ja noch neue Titanengeschichten kommen. Gut, vielleicht halt dann in der Mission von Schloss Hyrule selbst. Kann natürlich sein. Man weiß es nicht so genau. Ist sonst noch irgendwas aufgetaucht, was jetzt relevant ist? Außer so Missionen? Sieh. Ah, da hinten blinkt was. Mifa-Herzen plus 2 wahrscheinlich. Nee. Was anderes. Alle Achtung! Die Spezialangriffsleiste füllt sich schneller. Ach, bei allen. Ah, cool. Okay. Entschuldigung. Dann sehe ich jetzt eigentlich nur kleine Missionen, die wir machen können. Die große Bananenschlacht, das ist wohl gegen die Jäger. Was soll es sonst sein? Wir können also die große Bananenschlacht machen. Außerdem haben wir hier eine Mission. Die verlorenen Wälder. Okay, auch interessant. Mit Zeitlimit. Klingt nice. Da gibt es Krocksamen dafür. Okay. Einfach 5 Krocksamen zusätzlich. Okay. Müssen wir es auf jeden Fall machen. Ich meine, wir müssen eh alle machen. Aber egal. Ja, und sonst ist hier... Also 2 neue Nebenmissionen. 2 neue Nebenmissionen. Dann fangen wir mit der Bananenschlacht an. Ah, wahrscheinlich auch wieder super. Wahrscheinlich wieder super. Also wenn da nicht super vorkommt, dann weiß ich auch nicht. Hauen wir ihnen allen aufs... Gesicht. So. Ach ja, eben in den letzten Aufnahmen habe ich ja von meinem Fuß erzählt, ne?
Er ist noch ein bisschen geschwollen, aber man spürt nichts mehr. Also keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. So, ah ja, das ist auch mit Zeit. Ah, jetzt habe ich wieder nicht... Okay, gerade wenn es mit Zeit ist. Ich muss gucken, ob ich was suchen muss. Sorry, Leute, ich weiß, es nervt, aber ich muss kurz gucken, ob da ein Krog-Symbol war. I'm sorry. Wäre ich ein guter Let's Player, würde ich das jetzt natürlich rausschneiden oder mir einen Cutter besorgen, der mir das rausschneidet. Nein, also. Ihr könnt ja kurz vorspulen. So, kein Krog, das hat sich gelohnt. Das hat sich mega gelohnt nachzuschauen, aber hey. So ist es mir einfach lieber. Den Moment ist jetzt, der reißt jetzt nicht raus. Die Mission geht 8 Minuten, das heißt, kürzer kann, länger kann sie gar nicht dauern. Die ist also recht kurz. Passt. Wir rennen wahrscheinlich einfach durch dieses Jägerding durch und metzeln alles weg, was uns in den Weg läuft. Easy, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wie Krieger. Na? Hast du Bock? Yes, er hat Bock. Okay, auf geht's. Was ist jetzt die Mission? Erobere die Vorposten. Ja, einfach drei Vorposten erobern. Hier ist gleich der erste. Na dann. Spezialangriffsleiste fühlt sich jetzt ja schneller. Das heißt, das ist schon mal großartig. Das ist für alles ja extremst gut. Mach keinen Quatsch. Mach dich einfach kaputt. So, das war Nummer 1. Los geht's, weiter geht's. Ein blauer Leune. Okay. Alles klar. Wenn er das meint. Ach, da ist er schon. Ja gut. Wenn du jetzt Bock hast, dann sind wir halt jetzt hier... kümmere ich mich halt um dich. Ist in Ordnung, Kollege. Oh, weia. Der wird dauern. Geht sie das jetzt ab? Ah, es geht. Okay. Es geht. Hast du schon? Nice. Da muss man nicht ansatzweise so viel Angst haben wie vor den Originalleunen. Das ist irgendwo ein bisschen schade, aber natürlich gut, dass man vorankommt. Die halt faktisch nichts können. Außer ein bisschen randalieren. Aber das war's dann auch schon. Ach komm, das eine hätte es noch machen können. Ach, scheiße. Nice. Und ab dafür. So. In Ordnung. Es war jetzt nur, dass die Tore aufgehen. Für sonst nichts. Eieieiei. Na gut. Weiter im Programm. Hier hoch. Ah, nicht hier lang, 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 nicht hier lang. Hier lang. Hier lang. Macht euch weg. Hier lang. Ach, geh heim. Hier lang. Und da oben ist schon die nächste. Der nächste vor. Hä? Ist es hier zu? Was muss ich tun, dass du aufgehst? Muss ich hier vorne alle besiegen? Oh.
geht nicht auf. Okay. Gehen wir jetzt zum anderen. Ist auch in Ordnung. Guck mal, dass der offen ist. Jawohl, der ist offen. Ja, jetzt hat sich das Tor geöffnet. Sehr gut. Deswegen gehe ich auch in die falsche Richtung vor Freude. Ja, ja, Zeit zur Hälfte. Wir haben es ja gleich. Alles easy. Chill. Alles easy. Moin. Servus. Moin. Wo habe ich den anderen Vorposten gar nicht erobert? Bin ich dumm? Bin ich blöde? Ich dachte, ich habe den erobert. Ah, war das nur wieder... Hä? Bin ich doof? War das erstmal nur für die Tore? Ah, das kann sein. Okay. Dann eben so. Ah, ist noch nicht vorbei. Okay, aber die Zeit ist durch. Also kommt jetzt noch Super irgendwo wahrscheinlich. Ach, Koga kommt auch noch mal. Oh. Braucht kein Mensch. Natürlich in der Mitte, klar. Wo sonst? Ja, ist doch gut jetzt. Drei Jägeroffiziere besiegt. Okay, alles klar. Ey, Freund. Und tschüss. Jetzt noch Koga. Ah, klar. Dann eben Koga auch noch. 4 Minuten Zeit für Koga, okay. Ja, so wird aus den 8 Minuten natürlich ein bisschen mehr, wenn noch Zwischensachen kommen. Gar keine Frage. Hui, guck mal, zack. Alles Schöne kommt von oben. Das war falsch. Na egal. Falsche Attacke, egal. Du verliest den Schädchen Fokus. Come on!
Bam! Ah, wieder verpeilt. Hatte ich jetzt eigentlich nett vor. So. Okay. Mifa darf ihn erledigen. Wie wechsle ich nochmal zu Mifa? Wie war die Taste, um zu wechseln, den Charakter? Ich weiß nicht, die Taste. Warte, wie wechsle ich den Charakter? Ach, da. Hier. Ab dafür. Mifa darf das mal machen. So, easy. Ah ja. Und jetzt kommen ganz viele neue Missionen. Wir werden sehen. Ah ja. Ah ja. Tatsächlich eine neue Mission aufgetaucht. Okay. Und zwar Früchte für Prinzessin Zelda. Wieder mit Ko. Och, geh weg. Na gut, auf geht's. Gibt keinen Krog. Los. Hauen wir rein. Hauen wir rein. Hauen wir einfach rein. Zock. Talk, 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 ui, 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 ui. Naja. Ne? Das ist schon spannend. So, los geht's. Link! Link! War das andere nicht auch verlorene Wälder auf Zeit irgendwas? Okay, ich jetzt erstmal sammle die Früchte. Gut, wir sammeln Früchte. Auf geht's. So. Aus dem Weg, Zelda braucht ihre Früchte. Die will den Obstkuchen machen. Frucht. Also ich glaube, Beatman habe ich übrigens genug im Inventar. Dafür hätten wir jetzt nicht unbedingt hier durchrennen müssen. Ne? Zelda, nur mal so. Aber hey, wir müssen wahrscheinlich ganz spezielle Wildbären sammeln. Und wer hat die eigentlich diese Kisten gestellt? Vielleicht wäre das in dem Text gestanden, ich weiß. Aber ich lese die Texte ja nicht. Aus Gründen, die ihr kennt. So, gehen wir hier lang. Wetten, hier kommt ein Boss. Nein? Okay. Das war das. Ja, wow.
Wow. Habt ihr super gemacht. So, ihr werdet uns nicht davon abhalten, einen Obstkuchen zu backen. Mit lecker Waldbeere. Könnt ihr knicken, Freunde. Lecker Obstkuchen. So. Ich hab alle. Achso, ne, Frostmelone ist auch noch dabei. Okay. Na dann. Belege die Truppen, besiege die Truppen des Blitzmoblins. Ah ja. Dann machen wir das auch noch. Das war der Eismoblin, aber die hau ich auch noch weg. So, das war das. Hier lang. Bin schon wieder halb am Einschlafen. Einfach weil das hier so spannend ist. Ich kann gar nicht an mir halten. Du bist auch kein Blitzmoblin. Wow, aber du triffst sie nicht. Die Schwarzmoblins sind erschienen, weil sie die Früchte gerochen haben. Menschenskinder. Was ein Stress hier. So, wo sind sie? Da unten. Okay. Machen wir auf dem Weg noch unser A voll. Oh, ich komme hier nicht lang. Okay, dann eben so rum. Und hier raus. So, hier, moin. Zack, jetzt ist auch das voll. Jetzt brauchen wir nicht mal mehr kämpfen. Irrelevant. Wo soll er denn sein? Wahrscheinlich da drauf. Ja, okay, passt schon. Ach, F. Gut, dass ich auf die Karte gucke. Das wäre ärgerlich gewesen. Wait a moment. Oh, muss ich erst den besiegen? Ach nee, von der anderen Seite. Ah. Lost. Dann eben so. Hey, du hast deinen ganzen Speerstich setzen können. Herzlichen Glückwunsch, schwarzer Moblin. Du bist der Beste. So. Jäger wurden gesichtet. Ah. Come on. Ja klar, super wieder, alles logisch. Dann kriegst du halt jetzt zum Gefühl 5000. Mal auf die Mütze. Habe ich überhaupt kein Problem damit. So. Zack. Oh, ich hab den Attackenagel verhauen, das war ja richtig dämlich jetzt. Das war ein Fehler. Das war ja richtig dämlich.
Sire. Ich sehe halt so langsam nichts mehr. Jetzt sind alle irgendwie da. Ja, ich merke das schon. Komm, mach mal hier. Mach mal die Klappe zu. Freunde, jetzt reicht's. Hier. Alter! Das war knapp. Bei so vielen auf einmal geht es tatsächlich ein bisschen schief, ne? Das war die falsche! Das war die richtige! Und tschüss, Kollege! Bei euch ist auch kein Problem mehr. Abflug. Und da vorne ist noch einer. Uff, aber Super hätte mich hier fast erledigt, meine Herren. Nachdem die anderen dazu gekommen sind, allerdings erst. An ihm lag's nicht. So. So, mach dich weg. Darf gleich ein. Kann ich jetzt endlich zum Ausgang. Danke. Ja, aber wirklich. Heieiei, alles nur wegen 3 Früchten. Das war's wert. So. Kriegen wir eine neue Mission dazu oder hört der Strang hier auf? Ist die Frage, die immer die gleiche ist. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt noch schnell die hier machen. Die hatte der Zeitlimit, das heißt, die dürfte auch fix gehen. Auf geht's. Hoffe ich mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber ich meine, wir sind bei 28 Sekunden. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Na komm. Danke. Gib dich zum Fluchtpunkt. Das ist alles. Okay, ja, dann auf geht's. Schnellere Weg. Gehen wir da lang. Ich will meine 2 A's aufladen. Dann gehe ich schneller weiter. Aber die 2 A's will ich erst aufladen. Deswegen nehme ich jetzt jeden Gegner mit. Bis die 2 A's aufgeladen sind. Vor allem solche Horden hier.
Weil so lädt sich der Spaß halt schnell auf. Gut, weiter. Ach so, hier ist zu. Ja, moin. Muss ich die besiegen, dass sie aufgeht? Naja, dann kann ich auch wieder einsetzen. Geht jetzt das Ding hier auf? Ah, oh, komm schon. Wo geht's weiter? Kann ich hier lang gehen? Hier kann ich scheinbar lang gehen, dann gehen wir halt so rum. Auch in Ordnung. Hier ist auch zu. Oh, geh heim. So. Geh mal ganz außen rum. Auch okay. So. Gott, ich klinge total gelangweilt, ich weiß, aber es ist halt auch irgendwo langweilig. Immer wieder die gleichen Sachen machen. Ach, guck mal, da sind wir schon beim Ausgang. Hauen wir den noch weg. Und dann war es das wohl. Nice. Easy going. Ey, ein Tor hat sich geöffnet. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Ich bin entkommen. Seht ihr, wie ich entkommen bin? Ich bin in der Sackgasse. Ich bin entkommen. Ach ja, ist es nicht schön. So. Prima. Vor Freude steigen wir einfach mal auf Stufe 64 auf. Ja, und es gibt einfach 5 Krogsamen dafür. Nehme ich mit. Hab zwar gerade nichts, wofür ich Krogsamen ausgeben kann, aber nehme ich mit. Kommt bestimmt wieder. Vielleicht ja nach dieser Mission direkt. Wäre natürlich sinnvoll. Wäre natürlich sinnvoll. Hätte was. Und? Das ist eine neue Mission. Das ist kein Krog-Ding. Okay, was ist hier jetzt aufgetaucht? Zeitlimit, Flucht aus dem Versteck. Ziehen wir es noch durch? Komm, jetzt ziehen wir noch durch. Abflug. Abflug. Einmal durch. Ab durch die Mitte. Juhu. Also räumen wir im Versteck auch wieder auf. Mal was ganz was Neues. Das Ding ist, ich werde in dem Moment, wo ich anfange auf die 1 zu dreschen und mich nicht mehr bewege, sondern nur die ganze Zeit die Taste drücke, ich werde da so müde gerade. Ich muss nach dem Part auf jeden Fall anfangen aufzunehmen. Sonst geht es nicht gut. So. Yay, wir sind ganz hinten und müssen nach ganz vorne. Wer hätte es erwartet? Wo kann ich lang? Da. Ich habe nicht geguckt, ob es einen Krog gibt, aber ich glaube es nicht. Jetzt gucke ich nicht nochmal nach. Die anderen Male gab es jemals keinen Krog. Wenn es gerade jetzt hier einen Krog gibt, ich würde ausrasten. Das wäre echt frech. Das wäre echt richtig frech.
So. Ach komm, einfach durch. Die interessieren mich jetzt nicht wirklich. Die machen auch nichts. So, zack, Hallöchen. Kann ich einfach durch? Wahrscheinlich nicht. Ah, doch, kann ich. Stabil. Super, na klar, ist super wieder da. Jawohl. Haben wir ja sonst nichts zu tun. Erinnert euch daran. Erinnert euch daran, da geht's wieder los. Erinnert euch daran, wie ich dich schon 5.000.000 Mal verprügelt habe. Du Vollpflaume. Zack. Oh Gott, der hätte wieder richtig viel raus. Oh nee. Haltet nicht zu viel aus. Das ist euer Ende. Das ist nicht. Dein Ende ist es. Leider nicht, weil du immer wieder kommst. So. Einmal noch. Ah, oder wir machen es so. So geht's auch. Schau, Kakao. Ah, oh, hat nicht gereicht. Stabil. Dann eben selbst. Das Tor hier geht nicht auf. Dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Den anderen Weg nehmen. Den da hier. Müssen die jetzt nicht total demoralisiert sein, weil ich habe ihren Super umgelegt wieder mal. Nein, die legen sich, stellen sich alle immer noch mehr eins in den Weg. Oh, geht mir nicht auf die Nerven. So, weg, Abflug. Falsche Richtung. Moin. So, ja, ja, ja. Ach, wirklich. Wahrscheinlich kommt Koga auch noch am Ende. Oh, okay. Lange Kämpfe. Ich gehe mal die falsche Richtung. So, da geht's lang. Nein, hier. Du. Ah, zwei Stück. Alles klar. Und einer allein reicht ja nicht. So, weg mit dir. Den anderen nehmen wir gleich mit. Mit ein bisschen Glück. Sehr schön. Tschüss. Ein Tor hat sich geöffnet. Ja, moin. So. Jetzt sind wir ja schon draußen. Ja, wir sind draußen. Stabil. Na? War klar. Von deinem Na halte ich so viel. Hier, das halte ich von deinem Na. 3 Minuten Zeit für Koga, okay. Ich erzitter einen Scheiß. Hier ins Gesicht zurück an den Absender. Aber wieder mit 2 Giga-Offizieren gleichzeitig, das könnte unangenehm werden, wenn ich ungeduldig bin jetzt und mich nur auf ihn konzentriere. Aber ich will mich nur auf ihn konzentrieren. Kein Bock auf den Rest. Sehr schön. Hui, zack. Noch mehr Giga-Offiziere. Können alle zu Hause bleiben. Stay at home.
Das war die falsche Taste. Ja, moin. Das hat ja immer überhaupt nicht hingehauen. Aber das hat hingehauen. So. Ja, die ganzen Offiziere können sich alle mal verpissen. Jetzt aber. Finns Gesicht zurück. Jawohl. Und dann fehlt bei ihm nicht mehr viel. Komm, noch einmal. Ah, nee, jetzt halten die mich auf, die ganzen Idioten. Ach, komm schon. Alter. Alter, bei dem fehlt nicht mehr viel. Jetzt verprügeln sie mich alle. Komm, mach mal anders. Mach mal anders. Ist mir zu dumm. Hier. Und tschüss. Oh Gott, ey. Dieser Vollidiot. Boah. Immer mehr gespawnt von den Viechern. Das ist unangenehm. Eieiei. Oh, das ist ein unangenehmer Schlusskampf gewesen. So. Aber da bin ich immer nicht eingeschlafen dabei. Ach, leck mich doch. Eigentlich ist es ja... Kommt mir gerade, man verkauft ja eh einfach jetzt, ne? So, man verkauft ja eh. Ob ich jetzt verkaufe, wenn ich zu viel habe, oder ob ich extra in den Shop gehe zum Verkaufen, so macht ja gar keinen Unterschied. Garde 2 Hände haben wir noch überhaupt nicht gehabt. Den behalte ich mal. Meisterachs, die kann man auch mal behalten. Okay. Gut. Neue Mission oder Ende des Strangs? Dieselbe Frage wie jedes Mal. Ah ja. So, okay. Dann ist jetzt alles erledigt. Und wir können nächstes Mal die Schloss Hyrule Mission machen. Jetzt können wir auch noch hier leveln. Ah, ne, können wir noch nicht. Da können wir leveln. Längere Kombo-Angriff für Imper. Okay. Ja, damit. Neue Kraft! Jawohl. Was gibt es da unten eigentlich für das Herz? Bessere Standfestigkeit. Oh, das klingt auch nicht dumm. Da bräuchte man 10 Kürbisse. Ich könnte jetzt auch einfach kurz gucken und 10 Kürbisse kaufen. Na, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber ich meine, wenn ich mir das angucke, ne, es fehlt da so viel. Wir haben hier gerade mal eins von 3 Männchen. Da müssen noch so viele Nebenmissionen auftauchen. Ist insane. Überall. Wir haben überall gerade mal, da haben wir 2 von 5. Was hier an Nebenkram noch auftauchen muss. Hier haben wir 3 von 4. So, das ist insane. Was hier noch alles kommen muss. Also, wir sind hier noch nicht mal im Ansatz fertig. Nicht mal im Ansatz fertig. Ich bin echt gespannt, wohin das noch führt. Weil vielleicht ist der Story-Modus dann irgendwann zu Ende, aber dann kommt halt noch ganz viel Bonus-Kram. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Und jo, sage tschüss.